Herzlich willkommen, euren Freunde, zurück zu Animal Crossing New Horizons. Gestern haben wir versucht, Michael endlich mal auf unsere Insel zu bekommen, aber das haben wir dann im Endeffekt dann doch abgelehnt, weil, ne, ja, wir wollten Ellen nicht verlieren, So, ich habe schon ein bisschen was gemacht, ich habe das Rezept gefunden, das war wieder nur ein Kartonbett, habe ich dann kurz verkauft. Dann habe ich hier eine Fundsache, die müssen wir jetzt irgendjemanden bringen. Dann suchen wir mal jemanden. Oh, ich habe kein Werkzeug mit. Das müssen wir kurz ändern. Ich habe nämlich gestern schon mal ein paar Rüben verkauft. Jetzt habe ich, glaube ich, nur noch den Keller und den Dachboden voll. Habe aber jetzt schon 3 Millionen Win gemacht, also passt eigentlich alles. Da ist das Inventar. Und dann nehmen wir die Fischangel mit, den Sternkescher. Das Elefantendings, ja. Achso, die Schleuder. Die Schleuder wäre auch noch ganz wichtig. So, super. So, in letzter Zeit gab es gar nicht so viele Geschenke mehr, ne? Und jetzt müsst ihr auch irgendwann das nächste Event starten, ne? Ich muss mir den Trailer nochmal anschauen. Ich glaube, erst Mai kommt das nächste Event. Ich bin mir nicht ganz sicher. So, hier haben wir noch ganz, ganz viel Obst. Oh, hallo Emily. Wie läuft es so bei dir, Mini? Ist das deins? Oh, worum geht es denn? Oh, nein, mir gehört das nicht. Mal überlegen, ich glaube, Pamela hatte irgendwas gesucht. Nee, Pamela, geben wir das nicht, das behalten wir schön. Nee, ich möchte das behalten. Ach man. Ach so, der Grund, warum ich eine Schaufel geholt habe, war eigentlich der Grund, dass ich da ein Kreuz gesehen habe im Wald. Und jetzt nicht hier hingehen wollte. Komm, Golderz. Golderz. Okay, dann ich. Dann kein Golderz. Dann gehen wir mal eben zurück. Ich glaube, wir haben noch ein paar Fossilien im Lager. Die könnte ich eigentlich auch mal direkt mitnehmen. Oh, hier auch ein Kreuz? Nee. Wo war denn das Kreuz nochmal? Da. Da war's. Oh, ich hab's doch wieder gefunden. Super. Super. Habe ich im Lager überhaupt noch was? Ich weiß es nicht. Ach ne, egal. Suche ich das nächste Mal raus. Ich wollte die Rezepte, diese Rezeptflaschen da am Strand eigentlich gerne sammeln. Aber dann habe ich gesehen, die kann man gar nicht ablegen. Die kann man nur direkt rausnehmen. Weil ich wollte dann so ein 50 Animal Crossing Lootboxen mäßig was machen. Aber es geht leider nicht. So. Hier haben wir auch nochmal Steine. So. Und ich glaube, ich kann mir gut vorstellen, wenn wir Gerd irgendwie 10.000 Sachen da kaufen, ne? Dass der dann zu Nepp und Schlepp zieht. Mit seinem Geschäft. Das ist ja echt cool. Soll ich Pamela jetzt das geben, aber ich will die eigentlich raus haben. Achso, die schläft eh noch. Okay, dann nicht. Dann lege ich dir das mal hier hin. Achso, kann ich gar nicht hinlegen. Wow. Toll. Sehr schön. Achso, hier war ich heute schon. Ich suche den Geldstein gerade. Oh, Gerd ist da. Das wusste ich nicht. Ich gehe zum Rathaus relativ selten. Komm. Gib mir. Okay, nichts. Nichts. Och, ein Geschenk. Ist da hinten. Ich sehe dich. Ich hole dich gleich. Wait a moment. So.
fast getroffen. Jetzt. So, ich war gestern einkaufen, Leute, mit Maske, das erste Mal. Am Anfang war es komisch. Und es wird nicht besser. Ja. Also, wo war der Schmetterling? Da ist der. Ach, bleib stehen. So, jetzt habe ich dich aber. Regenbogenfalter, yeah. Ja, ich war, ne, wie ich gerade gesagt habe, ich war einkaufen. Hab keine Zwiebeln bekommen. Das fand ich sehr, sehr traurig tatsächlich. Sind hier. Hallo, alle einmal hergehört. Am 7. Mai hat Oskar Geburtstag. Oh, Oskar am 7. und Frank am 6. Alles klar. Zu Frank gehen wir nicht. Den wollen wir aus der Stadt haben. Oh, huhu, Moritz, ist das nicht ein wunderschöner Tag, um ein paar Blümchen zu kaufen? Und vielleicht noch einen Busch? Dazu, du hast Glück, denn heute verkaufe ich dir Azalee. Zu dieser Jahreszeit trägt sie sogar Blüten. Du kannst dich also bald nach dem Einpflanzen dran erfreuen. Wie darf ich dir heute weiterhelfen? Ja. Oh, Kamelien-Setzlinge, die sind auch schön. Ich würde sagen, ich kaufe dir einfach nachher, nach der Aufnahme, weil sonst, guck mal, das würde einfach zu lange dauern, wenn ich jetzt hier von jedem 5 kaufe. Ne, seht ihr das? Das dauert zu lange, Leute. Das können wir jetzt nicht bringen, ja? Also ich merke mir das auf jeden Fall. Und ja. So. Dann gehen wir noch zu... das war falsch. So, Mann. Tada. Oh, ich wollte eigentlich das Wort falsch nicht mehr benutzen. Ich habe nämlich im Kindergarten gelernt, dass man das nicht benutzen soll, das Wort. Weil falsch ein ganz falsches Wort ist. Es gibt nicht falsch oder richtig, es gibt nur... Ja, es gibt andere Lösungen. Genau. Zauberer-Outfit, cool. Aber erstmal gehe ich zu Sina. Oh, echt? Oh. Schön. Vielleicht lernen wir ja auch mal irgendwann die Eltern hier kennen. So. Die Hose haben wir. Stewardess-Uniform. Ja, den Zauberhut, den kaufe ich. Ich finde ihn zwar nicht schön, aber den kaufen wir trotzdem. Gott, Blümchenmuster. Alles nicht so meins. Ja. Nee, nicht tragen. Sorry. Tschüss, Tina und Sina. Danke, hoffentlich bis bald. So, dann gehen wir noch zu Nap und Schlepp. Kaufen dort ihren Ramsch. Ramsch, Ramsch, Ramsch. Verkauft ihr Saunaofen und Mini-Werkbank, alles klar. Oh. Hallo, oh Gott, eine Klimaanlage. 63.000, okay, ich nehme die mal. Bin zwar nicht begeistert von dir, aber ist das hier so eine Make-Maschine oder was? Räucherofen? Nehme ich auch mal. Und die habe ich, glaube ich, schon, oder? Oh, ich meine, ich glaube, ich habe die, Leute. Ich glaube, ich habe die. Oh, Telefon, das habe ich, glaube ich, noch nicht. Nehme ich mir auch mal mit. Und dann gucken wir mal hier. Aber ich könnte mir gut vorstellen, dass hier rechts an jemand Gerd sitzen wird. Und dann statt da so ein Telefon ist, sind da dann 10.000 Pflanzen und so. Das ist eine Designerschaufel. Okay. Ja. Grünfeger. Oh, Schiebetür-Tapete, die nehme ich mir mal. Oh, weiß Eisenboden. Ich weiß nicht, ob ich den habe, aber das sieht gut aus. Blütenmuster, okay.
Ich nehme mal den Weißziegelboden mit. Super, danke schön. Danke schön, Hip und Schlipp. Wir sehen uns. So. Dann besuchen wir mal Lukas direkt. Liegt ja hier. Direkt neben und dann gehen wir noch zum Museum. Zum Museum. Nee. Wenn er nicht bastelt. Ach, der kann ja nicht mehr basteln, ne? Der hat irgendwie keine Werkbank mehr. Egal. Ich bin noch kein großer Fan von Lukas. Ich finde nur seine Möbel klasse. So. Hallo Koalaschen. Ah nee, der wohnt unten. Hier wohnt Emily. Nee. Ah, sie. Ich bin äußerst erfreut, dass du mir einen Besuch abstattest. Die Büsche, die Geld verkauft, sind überaus stilsicher. Sie stürzen geradezu vor Selbstbewusstsein. Da wir gerade ohnehin den Tag der Natur feiern, solltest du dir auch was aus deinem Laden gönnen. Das ist schließlich für den Planeten und deine Reputation als Inneneinrichter gleichermaßen gut. Kann ich dir bei etwas behilflich sein? Ich will plaudern. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass Gerd nach dem Event mit Nook und Schlepp sich verbindet. Das könnte ich mir auch noch gut vorstellen. Dass er jetzt nur während dem Event hier hin und her fährt und danach für immer hier ist. So. Oh, du bist nicht zu Hause, stimmt? Ist meine Lieblingskatze denn zu Hause? Nee, leider. Ah, hier ist er. Hallo. Absolut fantastomatisch. Okay, manchmal, wenn ich morgens nicht wach werde, dann renne ich einfach im Kreis und singe ganz laut. Lol. Was geht? Sollen wir gemeinsam vom Spiegel ein paar Popstar posten? Posen? Ja, ja. Cool, ne? Oh, warte, ich kann hier. Guck mal. Wir können hier einfach mal ein paar Büsche bei hier hinpflanzen, dann haben wir zumindest mal einmal was gepflanzt. So, hier auch noch. Und da auch. So. Pflanzen. Oh, klappt. Klappt sogar, ich raste aus. Ich meine, die Hecke, die könnte hier auch ganz gut hinpassen. So. Und hier auch noch. Muss ich die gießen? Ich gieße immer sicherheitshalber. So, bitteschön. Ne, sieht nicht danach aus. Sieht nicht danach aus. So, was haben wir hier denn bekommen? Ah, hier, das hier. Pflanzebäume, ja. Ob das jetzt Bäume sind, ne, das überlasse ich euch. Okay, da ist etwas im Busch. Frag mich ja, ob hier hinten noch irgendwas Neues hinzugekommen ist. Nee. Wir müssen mal merken, dass das hier so ist. Dass drei den Rest abschließen. Ich kann mir nämlich sehr, sehr gut vorstellen, dass irgendwie nach der Zeit hier alles hinkommt. So, dann gehen wir mal weiter. Warte, ich gieße dich jetzt nicht voll. Ach, das Museum war ja da unten, egal. Wir gucken nur eben hier oben nach Fossilien. Ich habe die Leiter nicht mit, ne? Nee. Super. Super, super. Oh, ich liebe diese Gießkanne, ne? Kann ich euch auch gießen? Ja, sie haben Angst vor Wasser. Sehr schön. Ich nehme mich mal mit. So, super. Okay, dann gehen wir jetzt da runter. Vielleicht mache ich hier irgendwo doch nochmal einen Weg hin. Weil das ist schon ein bisschen... Das können wir gleich mal gucken, ob wir da irgendwo einen Weg hin machen können.
der nicht so stört. Warte, hier wohnt doch Elle. Elle ist zu Hause. Endlich sehen wir mal sein Haus. Hallo Elle. Warte mal eben. Willst du ein Foto von deinem Raum machen? So. Kamera. Nee. Ach Gott. So. Fotografieren. So, bitteschön. Sehr schön. Hallo, Elle. Ach das, ich baue mir einen Fruchtkorb. Oh, schön. Habe ich den schon? Bin mir nicht sicher. Ja, unbedingt. Oh, Elle ist so cool, finde ich. Weil seine Hütte sieht nicht allzu cool aus. Als ob er auf dem Parkplatz leben würde. Sehr interessant. Auf jeden Fall hat er uns ein neues Rezept gegeben. Dafür bin ich dir dankbar. Ja, Fruchtkorb, super. Falls ihr Stimmen draußen hört, ne? Das ist jetzt so. Das Fenster ist offen und bleibt offen. Ja, es ist warm. So, wer wohnt hier? Frank, ne? Dann müssen wir sofort wieder raus. Ja, Frank. Tschüss. Tschüss. Schnell weg, ey. Bevor er die Polizei ruft, weil wir ihn rausmobben. So. Okay, Jesse ist irgendwo. Okay, super. Dann gehen wir jetzt zum Museum. Hab ich schon überall geguckt? Ich glaube schon. Ich guck nur eben hier. Auf der Insel hier könnte nämlich auch noch was sein. Ah, hier zum Beispiel. Perfekt. Das ist Koala-Schirn. Mit dem labern wir gleich. So, 10.000 und 10.000. So, und vergraben. So. Ah, rechts ist eins. Gehst du auch gerade spazieren, Yippie? Ach, Menno, heute habe ich etwas verschlafen. Aber es macht nichts. Jetzt kann ich frühstücken und Mittagessen gleichzeitig essen. Ja. Ist irgendwas? Tut mir leid, ich habe gerade nicht aufgepasst. Angeblich hast du gestern Sternis ergraben, stimmt das? Aber dass auch Sternis einen Baum weg, stimmt nicht, oder? Oder etwa doch, altes Haus, wenn es stimmt, muss ich mal einen Test machen. Und Gummibärchen vergraben. Ja. Genau. Tada! So, wir gehen mal eben hier wieder gucken. Was haben wir jetzt hier bekommen? Haben wir einen neuen Freund gewonnen oder was? Ja, haben wir, tatsächlich. Jetzt haben wir schon zwei wahre Freunde, Leute. Wow. Koala schien lieb uns also. Sehr interessant. Ist hier das Geld? Nee, hier ist es auch nicht. Hier ist es auch nicht. Und da ist ein Ritter links. 2500. Brauche ich noch nicht. I don't know. Ich werde mal hier eben die Blumen hier gießen. Weil wenn wir von den seltenen Blumen hier noch seltenere Farben hätten, das wäre mal mega krass, oder? Ja. Alter, die sind ungefähr 10 Meter unter mir, ja, und ich höre die trotzdem. Richtig lautes Fenster. Ich wohne im zweiten Stock, Leute. So. In der Schule wird man die nicht hören. da links war noch was. Oh gut, da können wir auch hin. Oder? Oh, kacke, da können wir nicht hin. Muss ich das abreißen oder was? Ach nee, das war falscher Knopf. Das war ein anderer Knopf. Muss ich drücken? Genau. Insel Designer. Ja. Bauarbeiten beginnen. Ja, mach mal hier. Hinne. So.
Und zack. Und nochmal zack. So, jetzt aber. Was? Hä? Ah, hier. Hier war es. Gut. Hätten wir, glaube ich, alle fünf, oder? Wie viel haben wir? Vier. Vier. Hätten wir vier. Vier von fünf ist ja super. Ich beschwere mich nicht. Wir können mal eben hier ganz kurz gucken. Vielleicht machen wir die einfach hier irgendwo hin. Oh. Hier so den Aufgang irgendwo hin. Oder hier, weil dann würde man das wahrscheinlich nicht so sehen von hier aus. Genau. Genau. Gucken wir mal. Hallo Eugen! Oh, ich bitte um Pardon, Moritz. Wie darf ich Ihnen denn dienen? Fossilien analysieren. Wir dürfen vier Stück prüfen. Huch, nicht nur ein Fund. Ihre Funde sind von überwältigender Güte. Kein Zweifel, wir haben selbst bereits solche Stücke im Museum. Okay. Heute kein Neues dabei. Macht nichts. Kann ich den nicht verkaufen. Guck mal eben hier. Stegosaurus-Tasse, den beiden wir. Und Jura nochmal, ja, okay. Man, können die nicht die Medaillen irgendwie, die Meilen irgendwie automatisch herausziehen? Nervt nämlich ein bisschen immer da drauf zu klicken und dann bitteschön weg damit. So, dann gießen wir mal eben die Blumen hier. So, bitteschön. Euch gießen wir natürlich auch. Aber ein bisschen Fell gegossen, oder? Ja. Egal. Tschüss. Oh, Koala, schön. Dann holen wir uns gleich noch einen Aufgang. Und dann gucken wir mal. Der Gewinnpreis ist heute außerdem wieder 76. Das ist wieder ein Witz, tatsächlich. Ein Witz. So, wie viel krieg ich? 10.000? Okay, abgemacht. Ja. Schon wieder, ey. Egal, ich lasse das jetzt da oben bimmeln erstmal. Boah, wir haben gleich schon 10 Uhr. Ich muss auf jeden Fall morgen den Wecker für 5 Uhr stellen. Oder 6 Uhr. Mal schauen. Aber warte, wir können die mal trotzdem gucken. Karton. Das ist ein Witz, was da immer drin ist. Ich würde einen Aufgang bauen, ne? Das ist, glaube ich, dann auch der letzte, den wir, glaube ich, bauen können. Ich möchte Infrastruktur. Das haben wir fertiggestellt. Weiß ich halt gar nicht. Brücke Aufgänge bitte. Einen Aufgang bauen. Wie gesagt, die normalen, die finde ich irgendwie am besten. Und ob. Ja. So. Brauchen wir noch ein bisschen Kohle. Ja, Bonusmeilen hier, die ist eh nichts, ey. Bankautomat. Auszahlung. Wie viel brauchen wir? Ich glaube 100. Ich will immer 100 mit.
So. Vielleicht hole ich mir auch mal irgendwann diese Amiibo-Karten. Und dann kann ich gezielte Bewohner holen. Aber ich weiß gar nicht, wie teuer die sind. Okay, so. Dann wollen wir mal hier eben. Oh, ich glaube, wir sind da zu nah am Wasser, ne? Ich habe keinen Leiter mit. Oh Gott, wie mache ich das denn jetzt? Ich könnte hier natürlich auch zuschütten. Dann hätten wir da Platz. Hier auch. So, dann machen wir hier einfach den Aufgang hin. Hier herrichten. Ja. Ja, okay. Super. Na klar. Bitteschön. Aber ja. Gut, dann gucken wir uns mal eben noch bei Nook im Katalog an, ob es da irgendwas Cooles gibt. Wir holen uns da eben die Meile hier. Bis zum 4. Mai geht das Event. Okay. Vielleicht haben wir Glück und am 5. Mai sagt Moritz, ich will hier hinziehen. Ich will meinen Laden hier aufmachen. Ich frag mal Nepp und Schlepp, wie wir das machen. So wird es irgendwann sein. Ja. Es regnet draußen. Oh mein Gott, ist das schön. Oh, schön. So. Endlich wird die Erde mal wieder ein bisschen nasser. Nook mal einlösen. Wir gucken mal, was wir uns heute mal gönnen. Ja. Also ich habe mir schon was überlegt mit einem Silo. Aber das passt nicht so auf eine Insel, finde ich. Das war mein anderes Problem tatsächlich. So, hier gucken wir mal hin. Eine Toilette. Snackautomat finde ich auch blöd für eine Insel irgendwie. Meine, so ein Spielplatz wäre auch schon schön. Finde immer noch Schwimmbecken irgendwie am coolsten. Also irgendwie weiß ich nicht. Ich meine, ich habe bestimmt jetzt mittlerweile genug Meilen, damit ich hier alles kaufen kann. Na, vielleicht nicht ganz, aber schon genug. Aber ich möchte eigentlich lieber Bewohner dann haben irgendwann. Deswegen gucke ich jetzt noch hier in Nook Shopping rein. Ist hier was Schönes gibt. Oh, Magazine brauchte ich doch. Für die Manga-Wand. Die können wir mal herstellen. Kaufe ich mir jetzt mal so. Ich glaube 7. Können wir 10 kaufen oder so. Nee, ne? Jeder Kunde kann pro Tag höchstens 5 Artikel. Oh. Achso. Sorry. Okay. Seefahrerlied. Oh mein Gott. Das erweckt Erinnerung. Oh, vielleicht gibt's den hier auch bald wieder. Könnte auch gut sein. Oh, schon wieder was. Oh, diesmal nichts da. Das hört sich dann gut an. Versandfäden. Genau. So, super. Okay, Leute. Das war's mit diesem Part. Ich würde sagen, wir sehen uns dann morgen wieder. Haut rein, euer Kamito. Ja, One Piece pausiert gerade, weil ich nicht weiterkomme. Oh, hier fängt es gleich auch an zu regnen. Oh, ist mega cool. Und hier der Regen draußen ist schon wieder vorbei. Schade. Ich werde jetzt noch bei Gärtner fleißig einkaufen. Und wir sehen uns morgen wieder. Bis dann, euer Kamito. Haut rein und ciao.